Ja, damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Hellpie. Es ist Zeit, dass man die allererste Welt hier geht, und zwar in die Shashimi bucht. Und ich würde sagen, wir rufen mal den Aufzug und geht nach oben. Na komm, wird schon. Komm. Rein mit uns. Und hoch geht's. Eigentlich müsste das da oben ja eine halbwegs normale Welt sein. Entschuldigung. Oh ja, Skill verfügbar. Aber, ja, wie kann ich denn das machen? Das sind ja nicht die Sachen. Oh, die Tasten durchprobieren dann. Oh, da passiert nichts. Okay, gehen wir mal raus. Hubwelt. Willkommen in der ersten Hubwelt. Diese können mit Aufzügen bereist werden. Du findest hier Zutaten, Eingänge zu kleineren Abschnitten sowie andere wichtige Orte. Mit den stinknormalen Hörnern kannst du wichtige Orte erspielen. Leveleingänge sind gelb markiert. Wenn du deine stinknormalen Hörner aktiviert sind, kannst du sehen, wie viele Zutaten du in dieser Welt bereits gesammelt hast. Zutaten, die unter Level gefunden werden können, sind mit einem Symbol markiert. Okay. Machen wir mal. 1, 2, 3, 4, also 6 Sachen. Ja, sieht doch eigentlich ganz nett aus hier. Hier mal zwei Fragezeichen. Moin, Kollege. Wahnsinn, Kumpel. Ich habe noch nie jemanden mit dem Aufzug ankommen sehen. Das ist crazy. Willkommen in unserem kleinen Paradies. Mein erstes Mal hier? Du wirst es lieben. Wir haben eine Menge Touristenattraktionen. Möchtest du mehr wissen? Na, nö, aktuell nicht. Das ist in Ordnung. Du wirst es schon herausfinden. Ich bin nicht traurig oder so. Nein, wirklich nicht. Ist schon okay. Oh. Da kann man was machen. Okay. Warum ist da ein Ball da oben? Okay. Und was ist das? Okay. Keine Ahnung. Okay, eine Kugel. Teleporter? Was zum... Kann ich da rein? Ja, okay. Kann ich? Nö. So, und dann springen wir mal bei dir da drauf. Und jetzt? Oh, ich kann schwimmen. Das ist schon mal sehr gut. Süße Ente. Bist du ein Gegner? Nö. Oh. Ich verstehe. Kommen wir vermutlich hier auf diese Plattform da drauf. So. Das wird unser Strandabenteuer-Tag. Secret. Eine epische Geschichte. Wow, sie nutzen Windkraft. Naja. Das sind vorausschauende Inselbewohner. da ist noch so eine Plattform. Ah, weil da hinten. Nice. Okay. Nice. Hallo. Geh an den Strand. Ihre. Ich liebe den Strand. Ich glaube, du würdest gerne wieder nach oben, hä? Okay. Ein kleines Böcklein. Auch noch das nächste Collectible. Okay, er redet nicht mit mir. Interessante Figur. Ah, da ist das nächste. Oh, jetzt will er nicht mehr mit mir reden.
Moin. Hey, der Kumpel, du siehst aus, als wäre eine Opferung dein Ding. Möchtest du die Gunst der alten Geister erlangen, die an diesem Ort hausen? Dann bist du hier genau richtig. Früher haben wir alle möglichen Arten von Müll in die Schale geworfen. Aber bei Unilamps passiert abgefahrener Scheiß. Guck mich nicht so an. Das ist keine Verarschung. Ich schwöre. Ich beziehe, du kannst genug Unilamps finden, um selber zu testen. Okay. Ja, machen wir mal. Was? Sprinthornschrein. Das Heiligtum von Slogmul, dem zweiten Vertreter in der Linie der Sünde der Völlerei. Es wird erzählt, dass er so faul war, dass er sich ohne seine Turbinenhörner nicht bewegen konnte. Er starb an einem tragischen Tod auf der Toilette und ist eine Legende unter den Dämonen. Okay. Einmal opfern. Oh. Oh no. Ah. Okay. Bisschen traurig, aber die Hörner sahen jetzt geil aus. Und erstmal Ladesequenz. Oh. Cool. Schauen wir uns die mal an. Hörner mit Turbo-Sachen dran. Was? Hornerswald Tab? Hörner benutzen Left Shift Tab. Ah, okay. Ah, okay, verstehe. Also müssen wir da drüber sprinten, sonst schaffen wir es nicht. Okay. Und hier das gleiche nochmal. Ja, easy. Nice, da wäre das mal durchgerusht. Nein, oh, knapp. Mal ganz kurz Pause und wieder durch. Nein. Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. Aber cool. Die lasse ich erstmal dran. Und die anderen nehmen wir dann, wenn wir irgendwie einen Hinweis brauchen oder so. Cool. Edelsteine. 553. Nice. Inside Out Sushi. Ah, ich bin eigentlich nicht so ein Sushi-Fan. Aber wir könnten doch einfach drüber schwimmen, oder nicht? Außer die Fische tun mir was. Oh, da ist ein Fragezeichen dahinter. So. Das ist so dämlich. Moin. Hallo, mein Kerl. Glaubt ihr, dass es schädlich ist, länger als einen Tag unter Sand begraben zu sein? Vermutlich. Ich frage für einen Freund. Jemand, nicht ich natürlich, könnte einige von uns vergessen haben. Könnt ihr vielleicht nach ihnen sehen? Aber ich habe leider keine Zeit, hier stundenlang zu stehen. Ist für mich wirklich wichtig. Wow. Okay, immerhin. Gibt's da... Oh, einer von vier. Epische Geschichte. Okay. Kriege ich jetzt da wenigstens was dafür? Du hast den letzten gefunden. Das bedeutet, alle sind tot? Verdammter Sand. Ich hasse dich. Nimm dies. Vielleicht hilft es dir, darüber hinwegzukommen. Okay. Wie mache ich das mit den Skills? Also mal probieren. Ah, nee. Es geht einfach nichts auf im Menü. Hm.
verstehe es nicht ganz. Jetzt suche ich einfach nochmal alles. Oh, wie habe ich das jetzt gemacht? Moment, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ach, mit M. Weil hier Karte Teleporter. Ah, interessant. Ah, und jetzt, okay. Turboschwung macht das Schwingen noch nützlicher. Halte Steuerung während des Schwingens, um zu beschleunigen. Gegner hassen diesen Trick. Yes, bitte. Und dann zusätzlicher Schwung. Du bekommst einen weiteren Schwung. Das verbessert deine Bewegungsrate. Das ist no. Ja. Und dann kann man auswählen. Einmal Abpraller. Halte die Luft gedrückt und bis du wieder am Boot berührst, um abzuprallen. Schwungregeneration. Und verbessertes Sammeln. Du bist äußerst anziehend. Deine Einsammelreichweite wird erhöht. Oh ja, das hätte ich dann mal sehr gerne. Und währenddessen muss ich mal ganz kurz. Handystopp schalten. So. Guten Tag. Ein Marktplatz. Mal sehen, ob es dort exotische Früchte und Gemüse gibt. Braucht ihr Müll? Nö. Aber danke. Hey ihr. Ich habe das beste Fleisch auf dieser Seite der Insel. Das glaube ich nicht. Das glaube ich. Lady. Nice. Es gibt sogar für ihn Sachen. Okay. Mankini. Ich glaube, ich gebe dir mal den Vorratanzug. Oh, das ist auch nice. Nee. Na, es passt alles nicht. Das ist irgendwie cute. 500 für den Anzug da. Da gehe ich eh mal mit dem da. Okay. Ja, dann müssen wir wieder in die andere Welt für die geilen Anzüge. Da ist auch wieder so ein Schwebedingsbums hier. Na, ja, erstmal weiter gucken. Warte mal, ist da auf dem Dach jetzt gerade was gewesen? Nee. Oh, ihr habt's den Wal da geschlachtet. Okay. Ihr könnt die Dinger echt tragen? Hat sie dich ein bisschen klein für das? Boah, wow, was macht der kleine Mann da an der Leine? Das ist ein Engel. Engel mit Borats Badeanzug. Ist das gefährlich? Bleib mir weg damit. Oh, ein Teufel. Oder ein Dämon, besser gesagt. Moin. Hallo Inselbewohner. Ein weiterer schöner Tag auf dieser wunderbaren Insel, auf der ich mein komplettes bisheriges Leben verbracht habe. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Ort viel schöner ist als, sagen wir mal, die Hölle. Nicht, dass ich jemals dort gewesen wäre. Kenne ich dich nicht? Mich von irgendwer? Nee, ich habe ja viele Geschwister. Man sieht sich. Na klar. Warte mal. Da oben ist doch was, oder? Da ist eine Katze. Komm, Katze. Komm her. Nice. Vielleicht sollten wir in den Schatten bleiben. Nö. Du hast deine Sonnencreme vergessen. Deine Haut sieht gereizt und leicht gerötet aus. Na, 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 na. Da oben ist auch was. Erstmal hier gucken. Ich will dann auf alle Fälle das mit dem Einsammeln haben. Was hast du eigentlich hier für Typen? Geil. Moin. Okay, da passiert nichts. Oh, da kann man rauf. Ich kann ja länger raufgehen.
Okay, wie komme ich zu dem Teil hin? Nice. Nein, komm, rauf. Ah, so ein Blödsinn. So. Was? Warum hast du mich jetzt... Na, ist auch egal. Also, was ist hier los? Es ist ein begnadeter Redner. Sehr inspirierend. Was sagst du denn? So stehe ich hier vor euch und ich sehe eure Gesichter. Ja? Sie sagen, was? Und ich höre euch und ich fühle, was ihr denkt. Denn in dieser Sache stehen wir zusammen. In welcher Sache denn? Aber die Frage, die ihr euch stellt, die ich auch mir schon oft gestellt habe, ist folgende. Warum seid ihr überhaupt hier? Was jetzt? Und das sage ich, denn es ist die Wahrheit, was es auch kostet. Alles klar. Du bist verwirrt. Bist du ein Furry? Ich habe früher auf den Docks gearbeitet. Doch Anfang des Jahres tauchen diese lästigen Scheißhaufen aus den Kanalisationen auf. Sie haben den Ort übernommen und greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Ich hoffe, die kommen nicht eines Tages auch noch in die Stadt. Okay. Das sieht komisch aus. Sollen wir zuerst da hingehen oder die Stadt angucken? Ah, ich glaube, wir bleiben zuerst mal noch schnell in der Stadt. Schauen wir, was wir hier noch so finden. Ah, da geht's weiter zu den Docks hier rüber. Die Metzgerei hier, hä? Huh? Oh, what the fuck. Hoffentlich sehen wir Wale. Wale sind einfach das Beste. Okay. Ich störe euch mal nicht weiter. Komm mal hier. Halt, Kissen. Wo sind die Zutaten? Gibt's hier was? Da ist ein Koffer. Neues Nate-Outfit freigeschaltet. Nehmen wir das mal an. Schauen wir mal. Sportler-Outfit. Was ist mit dir? Du sagst nichts. Alles klar. Und jetzt wieder da hoch. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und bei den Docks, da hat es eine Mission. Ich glaube, ja, wir machen erstmal die Hauptinsel, würde ich sagen. Was, wir könnten anfangen, sein können zu zählen. Na, oder bitte nicht. Kann ich wirklich höher als 15? Was ist das? Was für ein seltsamer Kristall? Ja, jetzt ist er kaputt. Wie komme ich da rein? 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 Doch, steht ja irgendwas mit der Tür da. Okay, ist was für Spieler. Meinsen, meine Zeit ist gekommen. Ich werde das Gleichgewicht wiederherstellen. Oh, du willst dich sprengen. Okay. Da oben ist, wo ich nicht weiß, was es ist. Okay. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Sind wir hier mal aufs Gebäude rauf? Okay, jetzt sind wir mal ein, zwei da oben. What the fuck?
mache ich denn damit? Okay, das ist eine Bombe. Da hat es nur so einen Schrein. Hey Jungs, was macht's denn hier da hinten? Okay. War nur. Ah ja, alles klar. Keine Ahnung, wie man das jetzt hier aufkriegt. Da oben, Secret. Nice. Warum leuchtet es nicht heller? Was? Und da oben ist auch noch was. Ja, okay, wir gehen erstmal woanders hin. Schauen, wo es hier hingeht. Dafür wollte ich ganz nach oben. Oh, Moment, ich habe doch gerade was gesehen. Sich gebunden? Na, schade, da ist aber was dahinter. Na, okay, weiter nach oben. Da hat man noch einen schönen Ausblick hier. Und wir müssen definitiv da auf das Dach da noch drauf. Irgendwie. Nein, nein. Oh, scheiße. Jetzt noch so ein Stein. Ah. Ich habe eine Idee. Schauen, ob das funktioniert. Nice. Und da unten hat es noch ein... Ah, warte mal. Oh, so viele Sachen hier zu entdecken. Gehen wir mal nach hier hinten. Da ist auch noch mal so eine... Ah! Alles klar. So, dann wäre das auch gelöst. Kann ich auch hier einfach rufen? Na komm! Nein! Na, schade. Wo bin ich da rauf? Ich bin da hinten rauf. Nein, komm rauf. Komm rauf. Spring. Super. Was? Schade, wie viel geflügelte Einhorn denn? So, diesmal nochmal. Oh, ich glaube, die sollte ich vielleicht nicht berühren. Was hat's mit den Herzen auf sich? Drei Herzen. Okay, das ist eigentlich noch ziemlich... Ja, war ja klar. Moin! Kann ich auch nichts machen. Kein Secret. Nö. Ah, dann gehen wir mal hier rein. Nein, 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 nein. Oh, knapp. Hm, sieht aus, wäre das vorne eine Straßensperre. Guten Tag. Was macht's denn hier oben? Oh, hey, man. Du bist hier wegen der Sushi-Bar, oder? Na, nicht direkt. Guck mal, das ist echt cool und so. Es ist nur, wir könnten dich da nicht hingehen lassen, Mann. Alter, das ist ein verdammter Wal, über den wir hier reden. Also ziehen wir ihn dort runter, weißt du? Zurück in seinen natürlichen Lebensraum und so. Hör zu, Mann, ich will keine Prügeleien und so. Aber wenn du die Barriere überschreitest, bist du so gut wie tot. Okay. Ist das so? Nein! Oh, Gott sei Dank. Oh, was zum... Warum schießt du da...
Alles klar. Das ist ja nochmal spannend hier. Wow, 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 wow. Die schießt Vögel oder sowas. Ah. So viel zum Leben. Jetzt habe ich da eins verloren. Was haben wir hier? Kisten, die ich nicht aufmachen kann. Und auch wieder so ein Teil. Okay. Gehen wir weiter. Moin. Na, was läuft? Du bist echt gigantisch. Wie bist du hier überhaupt hochgekommen? Was? Ich verkaufe Luft. Wow. So, Teleporter ist aktiviert. Ah, da können wir drauf. Machen wir das mal. So, da. Nice. Was? Inside Outs? Nein. No. Okay. Gefällt es vermutlich alle, die hier vorstehen. Alles klar. Ich habe Fragen. Die essen denn ja bei lebendigem Leib. Okay. Der Arme. Aber interessant. Okay. Ja, ich würde sagen, das war mal der zweite Teil vom Angezockt. Und wenn ihr weitere Teile sehen wollt, dann gibt es erstmal vor allem Daumen nach oben. Ich würde sagen, ab 10 Likes gibt es hier davon ein Let's Play. Also mir macht es richtig Spaß. Ich werde es sicherlich mal für mich weiterspielen. Und ja, euer Feedback gerne in die Kommentare. Tschüss.